A40 ist die Hauptschlagader für die Verkehre zwischen Rotterdam und Duisburg, zwischen dem Niederrhein und dem Ruhrgebiet. Die bestehende Rheinbrücke Neuenkamp hält den wachsenden Verkehren und wachsenden Lasten nicht mehr stand. Die Digis hat 2015 mit den Planungen begonnen, mit dem klaren Ziel, eine schnelle Entlastung zu schaffen. Im Juni 2020 hat Hochtief innerhalb der AGA A40 mit dem Projekt hier begonnen. Als allererstes haben wir die Baustraßen angelegt, den Vormontageplatz und die Baustelleneinrichtungsflächen sowie das Büro hinter mir. Der Brückenbau startete mit der Herstellung der Fundamente und zwei Widerlager sowie 7 Pfeiler. Neben den eigentlichen Brückenpfeilern werden auch Hilfspfeiler errichtet. Nach Fertigstellung des nördlichen Überbaus wird die südliche Brücke darauf um 14,4 Meter in ihre endgültige Lage quer verschoben und die Hilfspfeiler werden zurückgebaut. Sie sehen hinter mir den endgültigen V-förmigen Pfeiler, daneben die Querverschubscheiben und dahinter den temporären Pfeiler, auf dem die Brücke im Augenblick ruht. Während noch die letzten Stützpfeiler errichtet wurden, startete auch der Stahlbau. Das südliche Brückenbauwerk inklusive des Gehwegs besteht insgesamt aus 297 Großbauteilen und tausenden Kleinteilen mit einer Gesamttonnage von 13.600 Tonnen. Die Stahlteile wurden just in time aus mehreren europäischen Werken an die Baustelle angeliefert. Die Fertigung der Brücke wurde auf 4 Werke aufgeteilt, unter anderem auch unser Werk MCE Slaný in der Tschechischen Republik. Um die Passgenauigkeit der einzelnen Bauteile aus den verschiedenen Werken zueinander sicherzustellen, wurde ein detailliertes Vermessungskonzept aufgestellt mit genau definierten Vermessungspunkten und Toleranzen. Dadurch konnte eine fast reibungslose Montage auf der Baustelle erfolgen. Knapp 350 Schwerlasttransporte waren nötig, um die bis zu 105 Tonnen schweren Bauteile aus den Zulieferwerken auf die Baustelle in Duisburg zu befördern. Aufgrund der Größe der Bauteile konnten diese Transporte nur in der Nacht durchgeführt werden. Unter den Portalkränen wurden die Einzelteile im Anschluss zu einem kompletten Brückenteil zusammengefügt. Ob beim Vorbau in den Zulieferwerken oder auf der Baustelle vor Ort. Alle Stahlbauteile mussten zusammengeschweißt werden. Bei einem Brückenbauwerk wie hier, bei der A40-Brücke Duisburg-Neuenkamp, kommen so insgesamt viele hundert Kilometer Schweißnähte zusammen. Um die hohe Qualität des Stahlbaus zu garantieren, wird jeder Arbeitsschritt kontrolliert und dokumentiert. Das schließt auch die Kontrolle und Prüfung aller Schweißnähte mittels Sicht, Röntgen und Ultraschalluntersuchung mit ein. Für diese Brücke wurden 2 Bauverfahren genutzt. Erstmal Taktschieben, das ist der Bereich landseitig bis zu 54 Meter über den Pylonpfeiler hinaus. Und das mittlere Stück, wo wir drauf momentan stehen und hinter mir das letzte Teil eingebohrt, im Freivorbau. Beim Taktschieben werden die unter den Portalkränen neu fertiggestellten, bis zu 30 Meter langen Brückenteile am bestehenden Brückenbauwerk angeschweißt und die gesamte Brückenhälfte um diese Länge dann hydraulisch nach vorne auf die Pfeiler geschoben. Damit das problemlos gelingt, ist vorne am Brückenbauwerk ein sogenannter Vorbauschnabel angebracht, der vor dem Übergang zum Freivorbau demontiert wird. Das Freivorbaugerät wurde speziell für diese Brücke konstruiert. Die 2 großen gelben Hauptträger dienen zum Verschieben des neu anzubauenden Bauteiles. Die Gitterträger tragen das Bauteil. Im Freivorbau werden 9 Einzelschüsse eingehoben. 5 auf der linksrheinischen und 4 auf der rechtsrheinischen Seite. Alle Bauteile haben eine Länge von 30 Metern, eine Breite von 23,9 Metern ohne die Seileinleitung und ein Gesamtgewicht von ca. 500 Tonnen. Hochtief stellt als technischer Federführer sicher, dass der Betonbau, der Streckenbau, der Stahlbau und alle anderen Gewerke erfolgreich Hand in Hand gehen. Zum Bauprojekt gehören neben der eigentlichen Brücke auch 2,2 Kilometer Asphaltfahrbahn, 800 Meter Stützwand und viele tausend Kubikmeter Erdbau. Wir haben auf allen Ebenen der Planung und des Baus innovative Lösungen gesucht und unterstützt.
Parallel zum Freivorbau wurden auch die vier Pylone in mehreren Schritten bis auf ihre endgültige Höhe von 70 Metern aufgebaut. Die vier Pylone bestehen insgesamt aus 48 Bauteilen mit einer Gesamttonnage von 1650 Tonnen. Mit einem großen Mobilkran wurden die einzelnen Bauteile in Position gehoben. Die südliche Brücke wird von 80 Schrägseilen gehalten. In die weißen Hüllrohre werden jeweils 61 bis 88 Einzelstahllitzen eingezogen. Insgesamt wurden 723 Kilometer Stahllitze mit einem Gewicht von 850 Tonnen verbaut. Am 4. Februar war es dann soweit. Und das letzte Brückenbauteil wurde von der linksrheinischen Seite eingehoben. Nur durch eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen uns und den beteiligten Firmen der AGE konnten wir das gemeinsame Ziel im Fokus behalten, die Einhaltung des ambitionierten Terminplans. Mit dem Herzstück der neuen Rheinbrücke Neuenkamp realisieren wir auf 4,5 Kilometern den Ausbau der A40 auf 8 Fahrstreifen. Für das Gesamtbauwerk, das 2026 mit beiden Brückenteilen vollendet sein wird, ergeben sich beeindruckende Abmessungen. Hier oben vom Pylon aus hat man eine gute Übersicht über die Dimensionen dieses Projektes. Die neue A40 Rheinbrücke Duisburg wird höher, länger und breiter als die bestehende Brücke. Mit einer Höhe von 70 Meter, einer Länge von 802 Meter und einer Breite von 68,25 Meter. Trotz der beeindruckenden Größe des südlichen Brückenbauwerks wurde auch beim Bauen auf Nachhaltigkeit geachtet. Wir haben bei der Ausführung des Bauprojektes auch erhebliche Einsparpotenziale bei den Baustoffen realisiert, was insgesamt zu Einsparungen des CO2-Ausstoßes führt. In zwei Arbeitsschritten wurde das westliche Teilbauwerk an das östliche herangeschoben. Die letzten Millimeter Anfang März 2023. Mit dem Lückenschluss konnte dann auch die Brückenhochzeit gefeiert werden. Mit der Brückenhochzeit ist ein wesentlicher Meilenstein für die Verkehrsfreigabe erreicht. Bis dahin ist aber auch noch eine Menge zu tun. Abdichtungen, Brückengeländer, Lärmschutzwände und Asphaltoberbau wird uns in den nächsten Monaten genauso in Atem halten wie der Streckenbau beidseitig der Brücke.